Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei einem neuen Community-Push-Video. Eine neue Promotion steht an. Und ja, wie immer, ein neuer Gast stelle ich doch am besten vor. Also, ich bin der Simon Ungespielt. Nein, Spaß, raus aus der Ironie. Also, ich bin der Franz von Plus Franz TV. Und ich freue mich jetzt endlich mal hier zu sein, nach langen Vereinbarungen. Jo, lange Zeit, aber wir haben es gepackt. Jeder kommt dran. Immerhin. Nein. Ich halte mein Wort, das ist das Ding. Ha, das hat sich jetzt gereimt. Ja, und? Alles fit? Ja, bei mir ist alles fit im Schritt. Das ist super duper duper. Und du kannst ja meinen Zuschauern sagen, was du als Hintergrundvideo mir geschickt hast. Ich habe eine Runde Bobish auf dem DustMC-Server geschickt, wo ich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein paar lustige Soundeffekte eingefügt habe und es so ein bisschen verarscht habe. Aber das war so noch dieses ältere Minecraft. Jetzt hat sich mein Kanalkonzept leicht geändert. Ja, und die Informationen werdet ihr gleich erfahren. So, dann fangen wir mit dem... Genau, nach der Werbung. So, fangen wir gleich mit dem Interview an, oder? Jo. Gut, dann zur ersten Frage. Name deines Kanals, wiederhole es einfach nochmal und wie kamst du auf deinen Namen? Also plus Franz TV, dann noch so ein Strich und dann plus You. Wie kam ich darauf? Also ich bin sonst immer richtig schlecht im Namen erfinden. Weil ich Google Plus so abartig verhasst habe, kam jetzt dieses Plus vor dem Namen und das fand ich richtig cool. Noch mein Name und noch irgendwie so TV von Broken Sums TV und dann ist mein Name so entstanden. Oh yeah, Google Plus ist ja auch wirklich... Bob. Ja, kein Kommentar. Jeder denkt dasselbe wahrscheinlich. Naja, was werden wir da tun? So, ab zur zweiten Frage. Was machst du genau auf deinem Kanal? Also früher habe ich so ein bisschen Minecraft, dieses 01379 Schüttelmittel gemacht. Aber jetzt habe ich mich, also es hat sich das Kanalkonzept geändert. Jetzt mache ich auch mehr andere Spiele, zum Beispiel Team Fortress 2 oder Warface. Dann werde ich zum Beispiel mal Slender antesten. Wie ist das alles? Zeit für sich selbst. Oh yeah. Gut, dann zur dritten Frage, da kannst du ja mal sagen, aktuelle Projekte und wie aktiv bist du auf deinem Kanal? Ich sag mal, normalerweise bringe ich jetzt eine Woche ein Video raus, aber die letzten zwei Wochen kam nichts, weil ich war eine Woche lang im Schullandheim, dann war ich eine andere Woche noch auch mal nicht da, keine Ahnung, wo ich da war. Oh, jetzt ist mein Bildschirm schon angegangen. Aktuelle Projekte haben wir noch nichts, aber wir starten was und zwar mit ein paar Kollegen aus YouTube. Hat wahrscheinlich irgendwas mit Minecraft, Feed the Beast, irgendwas so zu tun. Wird auf alle Fälle ganz cool und sonst noch so ein bisschen Minigames, Warface, Team Fortress, so ein bisschen Best of. Ja, also es variiert immer. Ganz spontan, nach Lust und Laune. Ja. Okay, dann ab zur vierten Frage. Was hast du in Zukunft auf deinem Kanal geplant? Mich ein bisschen von Minecraft abzuheben, weil dieses, wie gesagt, dieses 1939, das hat irgendwie fast gar keine Qualität mehr. Und das finde ich dann auch nicht so gut. Telefon. Und dann würde ich ja Telefon. Vielleicht kannst du ja rausschneiden, ne? Warte, ich mach kurz Pause. Ist Telefon weg? Und? Telefon weg? So, jetzt ist mein Telefon auf stumm gestellt. Also können wir weitermachen. Ja, klar. Hast du einen Faden verloren oder nicht? Nö, Faden verloren überhaupt nicht. Okay, dann mache ich 3, 2, 1, weiter. Ja, also zukünftige Projekte, also habe ich einfach irgendwie so ein bisschen von Minecraft abzuheben und so ein paar neue Minispiele ausprobieren, weil mir das sonst von der Qualität nicht so gut gefällt. Auch zum Beispiel Thumbnail und alles finde ich irgendwie sind viel schöner geworden, ja. Okay, und irgendwelche Spiele so zukunftsmäßig, was du dir so in Sinn gesetzt hast? Horrorspiele auf alle Fälle, so Slender. Dann gucke ich irgendwie, dass ich vielleicht noch ein paar Xbox-Spiele überziehen kann, heißt GTA 5, Skyrim, ist alles noch für die Zukunft offen. Okay, und Spiele, die noch rauskommen werden? Keine Ahnung. Weil jetzt ist ja bald wieder Ende des Jahres, jetzt kommen ja wieder massig Spiele ja, auf den Markt. Ja, ich weiß.
Da werde ich mich überraschen. Vielleicht werde ich mir einfach mal ein paar Steam-Games holen. Ja. Ich bin eigentlich ein relativ spontaner Mensch, ein ruhiger Mensch. Okay, dann ist ja super duper, hä? Ja, super duper war bei mir. Dann zur fünften und letzten Frage. Gamescom 2014, bist du am Start? Auf alle Fälle. Auf alle Fälle, das wollte ich auch. Ja, weil, hab mir auch extra ein schönes Young-T-Shirt gekauft, eigentlich schon ein halbes Jahr, aber egal. Werde ich auf alle Fälle Vlogs auf meinem Vlog-Kanal, den gibt es jetzt auch schon, aber hat schon 5 Abonnenten nach einem Video, das war so lässig, jetzt 20 Facts About Me-Video. Auf alle Fälle, weil, keine Ahnung, Gamescom, große YouTuber treffen dies, das, Ananas. Genau, jeden Tag oder nur bestimmte Tage? Ich denke nur Donnerstag und Freitag. Okay, gute Sache, vielleicht sieht man sich, ja, ich bin ja auch am Start. Ja. Gut, dann war's das mit dem Interview. Da habe ich aber noch eine Frage an dich, weil ich jeden Minecraft-Spieler alles frage. Warum spielst du Minecraft? Keine Ahnung, diese Spontanität, also auch diesen kreativen Reiz, der das ausmacht, heißt, dass du so eingeschränkt bist. Das macht einfach diesen Reiz aus, dass du spielen willst. Oder zum Beispiel, wenn du irgendwie diese PvP-Sachen und so, das macht einfach alles relativ sehr viel Spaß. Okay, der Spaßfaktor mit der Community. Genau, so schaut's aus. Gut, bingo. Gut, dann war's das mit dem Interview. Hast du noch irgendeine Frage an mich? Nicht schlecht. So, vielleicht oder nicht? Wer will? Nicht schlecht. Wäre es nicht schlecht. Nein, jetzt ernsthaft. Bist du dumm? Nein. Nein, niemals! Was ich eigentlich fragen wollte, ist, wie du es eigentlich geschafft hast, so schnell groß zu werden, weil eigentlich ging es ja bei dir relativ schnell. Ja, gute Frage, gute Antwort. Nächste Frage. Vielleicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist so einfach. Ich glaube, die Push-Videos haben es halt auch gebracht, ein bisschen. Ja. Ich habe es schon am Anfang angemacht. Das war der größte Teil, wo wirklich viel dazu beigetragen hat, denke ich mal. Ja. Jo, gut, danke an dich, dass du dabei warst. Bitte schön, immer wieder und gerne. Und hoffe, wir sehen uns auch an der Gamescom. Auf alle Fälle, wenn nicht, jo. Keine Ahnung. Ja, werden wir wahrscheinlich schon. Skype schreiben oder sowas. Genau. Und hast du noch irgendwelche letzten Worte für meine Zuschauer? Verpisst euch! Nein, Spaß, also, wenn es euch das hier so alles ein bisschen zuspricht, dann klickt einfach auf den ersten Link oder vielleicht den zweiten oder auch den letzten Link in der Beschreibung. Und dann würde ich einiges Tolles erwaschen, genau, überraschen. Gut. Oder erwarten. Dann würde ich mal sagen, geht auf seinen Kanal, der Link natürlich als erstes ganz oben, dann wird der was überwaschen oder so, wie er es auch nennt. Ja. Unterstützt ihn, gibt ihm Feedback, gibt ihm Daumen hoch, abonniert ihn, hilft ihm, er würde sich natürlich sehr freuen und ich bin beim nächsten Push-Video wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.